gesamtes Publikum können vorschlagen und wählen. Das Kickoff-Spezial für alle, die an das Gute glauben. Ich weiß nicht, ob ich ein besonders guter Trainer bin. Selbstlob stinkt, aber ich habe immer mein Bestes getan. Das habe ich auch in Schalke und in Chile und in Tansania und überall gemacht. Ich kann nicht sagen, ich bin ein guter Trainer, aber eines kann ich sagen, ich bin kein schlechter. Rudi Gutendorf, 86 Jahre alt, eine deutsche Trainerlegende. Kein anderer Fußballfachmann lehrte den Ballsport in so vielen Ländern. 56 Trainerstationen in 28 Ländern, auf allen Kontinenten. Von Bundesliga-Dinos bis zu exotischen Vereinen, alles war dabei. Um die Welt, im Zeichen des Fußballs. Meine Frau sagt immer, ja, man stellt das doch nie alles so aus. Aber ich habe das gerne um mich herum. Ich habe in meinem Leben nichts anderes gemacht, nur Fußball. Oh ja, und angefangen hat alles in Koblenz. Rudi Gutendorf, der Herr rechts im Bild, wird 1926 geboren. Mit 18 wird er Fußballer bei TuS Neuendorf. Für seinen Verein absolviert er 86 Oberligaspiele, in denen der Rechtsaußen 46 Tore schießt. Noch mehr Erfolg hat er an der Seitenlinie. 1952 macht er sein Trainerdiplom unter Sepp Herberger. Hier mit Sepp Herberger, mein großes Idol und Vorbild, der mit der deutschen Nationalmannschaft ja Weltmeister 1954 gewesen ist. 60 Jahre Trainerleben stecken in Gutendorfs Haus. Auch seine Herzenssache. Das ist meine meinerische Mannschaft. Der Meidericher SV, heute MSV Duisburg. Mit diesem Verein wird Gutendorf der jüngste Trainer, der den Bundesligastart 1963 erlebt. Wir haben gesagt, wir zahlen Ihnen 5000 Mark, wenn Sie nicht absteigen. Jeder hatte gesagt, wir steigen ab. Es war eine Straßenmannschaft mit Spielern aus drei Straßenzügen. Aus Meiderich. Und da habe ich gesagt, ich will keine Nicht-Abstiegsprämie, das ist gegen meine Ehre. Ich möchte 100.000 Mark, wenn wir den deutschen Meister machen. Im ersten Jahr der Bundesliga. Meiderich wird Vizemeister. Eine Sensation und der Durchbruch für Gutendorf. Seine Spieler Helmut Rahn und Aya Krämer lässt der Taktikfuchs defensiv spielen und setzt voll auf Konter. Diese Strategie war damals vollkommen neu, vollkommen anders und gab ihm seinen Spitznamen, Riegel-Rudi. Sie sehen, dass sich der Riegel schon formiert hat. Im entscheidenden Moment, wo wir es ganz schwer haben, zieht sich auch Krämer noch zurück, um hier den Riegel zu vervollständigen. Selbst Rahn kommt zurück. Dieses Spielsystem trägt Rudi Gutendorf in die Welt, bis in die Südsee. Tonga, Ghana, China, Nepal, die Philippinen, Chile, Bolivien und. Wie gesagt, 28 Länder. Und selbst jetzt ist Rudi rastlos noch unterwegs. Gutendorf ist gern für den Ball um die Welt gereist. Auch wenn nicht jeder Einsatz ungefährlich war. In Iran habe ich doch ein bisschen Angst gehabt, weil die Mullahs da an der Macht waren. Und die wollten mich nicht auf der Bank haben. Beim Endspiel bei den asiatischen Spielen in China. No unbeliever on the bench. Keine Ungläubigen on die Bank. Haben mich nicht mitgeholt. Tragische Sachen. Meine Mannschaft, die ich gemacht habe, hat die Goldmedaille gewonnen. Jeder Spieler hat einen Lastwagen oder einen Wagen als Prämie bekommen.
Da saß ich schon im Flugzeug wieder zurück nach Frankfurt. Weil I was an unbeliever. Das passiert natürlich auch, aber Angst habe ich nicht gehabt. Ich bin einfach in das nächste Flugzeug und habe meinen Spruch vor mich hingesagt: Auf zu neuen Ufern. Dagegen harmlos waren seine 6 Einsätze in der Bundesliga, wie auf Schalke, beim VfB Stuttgart, bei Tennis Borussia Berlin oder beim HSV. Heute geht es nach Bitburg. Auch hier ist er als Trainer im Einsatz. Bei einem Wohltätigkeitsspiel seiner prominenten Mannschaft, die er seit mittlerweile 10 Jahren betreut. Gutendorf war zuletzt vor 28 Jahren als Bundesliga-Trainer im Einsatz. Trotzdem wird er hier noch erkannt, wenn auch nicht von allen. Ja, den herzlichen Glückwunsch. Ja, darf ich eine haben? Ja. Eine kleine. Ich bin der Trainer. Ich heiße Rudi Gutendorf. Das ist schön. Mama, ist da. Da müssen wir rein. Unter den altgedienten Ex-Profis sind auch Ikonen deutscher Fußballgeschichte. Wie etwa der Weltmeister von 1954, Horst Eckel. Aus herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und ich wünsche dir viele, viele gute Jahre. Ich kenne Rudi Gutendorf, kenne ich schon. Wir haben ja schon, er hat in Neuendorf gespielt, ich habe bei Kaiserslautern gespielt. Wir kennen uns schon ewig. Und diese Ewigkeit wollen wir unbedingt in Bildern einfangen. Es sind besondere Fußballmomente, wenn das runde Leder auch außerhalb des Rasens Menschen verbindet. So, ich will jetzt mal meine Pflaumenkuchen essen. Ja, das ist das Schöne, nicht? Man lernt. In Fidschi sind die natürlich anders und in Tansania wieder anders. Und in Ghana die Westafrikaner wieder anders. Aber man muss sich darauf einstellen, denn Menschen sind alle gleich. Die wollen einigermaßen alles das Notwendige zum Leben haben und lieben Fußball. Wir sind alle verwandt. Und dann wird's ernst. Vor Anpfiff geht's in die Mannschaftskabine. Tag, meine Herren. Hier warten Ex-Bundesliga-Profis auf die Ansprache ihres Trainers, zum Beispiel Wolfgang Kleff. Ich bin der zweitälteste hier im Club. Das ist der Ex-Tormann von Mönchengladbach. Das riecht man. Oder Stefan Kunz, Europameister von 96. Ich bin sicher, dass wir heute einen sehr starken Gegner haben. Aus dem Grund möchte ich euch bitten, dass wir hinten vernünftig spielen, nicht alles vorrennt. Die letzten 4, die möchte ich hinten sehen. Und wenn ich mir ein Geburtstagsgeschenk machen wollen, dann wollen wir so doch verbleiben, dass wir das Spiel gewinnen. Das ist gut. Super! Mannschaftskabinen, das ist meine Welt, meine Werkstatt, wo ich ein Leben lang drin gearbeitet habe. Und wie gesagt, Werkstatt, wo der Meister den Lehrlingen das Handwerk beibringt, so versuche ich die Taktik denen verständlich zu machen. We can win this game, but now again like on the beginning, first 10 minutes pressurize, push up and try to score a goal, then say get nervous. Get that boys, come on! Manchmal verstehen sie es auch schlecht. Ich entsinne mich an eine Sache, in Schalke habe ich sich so gut eingestellt, taktisch, habe mir Mühe gegeben gegen Borussia Dortmund und sie gehen raus und in der Halbzeit 2-0 hinten gelegen, vor eigenem Publikum, ausverkauftes Stadion. Da bin ich so verrückt geworden und habe so eine ganze Bank geholt und in die Spieler reingeschmissen und habe gesagt, ihr Flaschen, seid ihr so blöde, dass ihr hier vor tausenden Zuschauern euch wie die Bettpisser anstellt. Und die haben so geguckt um die Bank in die Spieler, das sind schwere Bänke, die sind weggetaucht. Die haben gemerkt, dass ich wirklich voll wütend war. Und sag ich, jetzt so raus! Und haben wir 5 Tore noch gemacht, haben wir 5-2 gewonnen. Ja, das ist wieder am Anfang.
In Ruanda, Afrika, hat Gutendorf seinen heikelsten Einsatz. 1999 als Nationaltrainer von Ruanda. Beim Unentschieden gegen den Favoriten von der Elfenbeinküste lässt er Tutsi und Hutu gemeinsam spielen. Macht den einstigen Hass für 90 Minuten vergessen. Auch hier gibt er wie immer alles. Ich sehe das. Jedem Spiel macht er hier diese und diese, wo er einfach spielt. Du hast keine Chance in Deutschland. Die schicken es am zweiten Tag wieder heim, wenn du diesen Scheiß machst. Schneller! Ja! Voller Einsatz auch in Bitburg. Mit der 10 steht Spielmacher Wolfgang Overath auf dem Platz. Sie kennen sich seit der Bundesliga-Gründung. Ich glaube, dass er sehr ehrgeizig ist. Ich glaube, dass er heute noch gerne eine Bundesliga-Mannschaft trainieren möchte, wenn es ging. Und er gehört sicher zu den großen Trainern, die, wenn man über 50 Jahre redet, gehört der Rudi sicher mit dazu. Aber das Wichtigste ist, er ist ein ganz feiner Kerl. Gutendorfs Jungs liegen mit 2-0 vorne. Nicht zuletzt wegen des Trainers Engagement. Guido! Manchmal überlappen, dann gibt es ein Übergewicht. Manchmal. Und dann fällt auch noch das 3-0. Torschütze ist Edgar Schmidt, auch als Euro-Eddy bekannt. Rudi ist ein Trainer alter Schule und der selbst gegen Hintertupfingen nicht verlieren kann und das ist das, was ihn auszeichnet und glaube ich mit 100 noch so sein wird. Halt den Ball in den eigenen Reihen! Ja, selbst mit 86 Jahren steckt noch so viel Trainer in ihm wie zu Beginn der Bundesliga. Seither hat sich viel im Fußball verändert. Nicht nur das Spiel ist schneller und härter geworden, auch das Geschäft. Das ist die Zeit, wo alles heute ums Geld geht, wo Spieler verpflichtet werden für 40 Millionen. Das gab es damals nicht. Ich habe den besten Spieler damals verpflichtet, den Kevin Keegan, als Captain von der englischen Nationalmannschaft für 1 Million. Das hat sich geändert, alles viel mehr Geld. Und wo Geld im Spiel ist, da wird es auch härter und umkämpfter. Rudi Gutendorf hat alles miterlebt, von Anfang an. Jürgen! Unzählige Begegnungen, unzählige Spiele. Für ihn sind alle unvergessen. Ein Mann, der für Fußball lebt. Ein Fußballbotschafter, der überall zu Hause ist, wo der Ball rollt. Das ist immer mein Traum gewesen. Reisen, die Welt kennenlernen und Fußball. Ich konnte das verbinden. Ich habe viel, viel gelernt. Da kann ich ein Buch noch mal drüber schreiben von den einzelnen Mentalitäten in Ostafrika und Westafrika, wie unterschiedlich die sind. Also ich habe mehr gelernt, wie ich gegeben habe.